Gefühlt ständig wird, wenn es ums Klima geht, vom IPCC gesprochen. Die Abkürzung IPCC habt ihr vielleicht schon mal gehört. Und viele von euch wissen bestimmt, dass das was mit dem Klimawandel und der Wissenschaft dahinter zu tun hat. Aber was genau ist der IPCC denn eigentlich? Was ist seine Aufgabe? Wer sind die Personen dahinter? Und warum taucht der IPCC manchmal in Negativschlagzeilen wie dieser hier auf? Darum geht es in diesem Klimacheck. IPCC steht für Intergovernmental Panel on Climate Change. Im Deutschen wird er oft einfach nur Weltklimarat genannt. Um kurz mit der Entstehungsgeschichte zu starten, ins Leben gerufen wurde der IPCC von der Weltorganisation für Meteorologie, WMO, und dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen, UNEP. Es gibt ihn seit 1988 und er hat seinen Sitz in Genf. Im Kern gehören zum IPCC tausende WissenschaftlerInnen der ganzen Welt. Aber auch Regierungen von Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen und der WMO gehören ihm an. Derzeit hat der IPCC 195 Mitgliedstaaten. Außerdem kommen noch über 150 sogenannte Beobachterinnen und Beobachter dazu. Das sind Menschen aus der Zivilgesellschaft oder Mitglieder von internationalen Organisationen. Und was machen diese Personen nun? Jedes Jahr erscheinen tausende Publikationen über den Klimawandel. In all diesen Arbeiten stecken verschiedenste neue Erkenntnisse über das Weltklima. Bei dieser großen Menge an neuen Ergebnissen ist es wahnsinnig schwierig, den Überblick zu behalten. Mal ganz abgesehen davon, dass unglaublich viele Wissenschaften Forschung zum Klimawandel betreiben. Über Physik, Geografie, Biologie, Epidemiologie, Chemie, Politikwissenschaft bis hin zur Wirtschaftswissenschaft. Der IPCC, also der Weltklimarat, hat es sich deshalb zur Aufgabe gemacht, diese gesamten Ergebnisse immer wieder zu lesen, wissenschaftlich zu beurteilen, zusammenzufassen und verständlich aufzubereiten. Für Regierungen, aber auch für die Bevölkerung weltweit. Denn klar, eine Einzelperson kann niemals all diese Studien immer lesen und auswerten. Selbst eine ganze Regierung hätte ihre Schwierigkeiten damit. Es gibt einfach unendlich viele Publikationen zum Thema Klima. Teilweise gibt es natürlich auch Studien und Forschungsergebnisse, die wissenschaftlichen Qualitätsstandards nicht genügen. Da zu prüfen und zu bewerten, wie überhaupt die Lage der Forschung ist und welche Ergebnisse überhaupt den höchsten wissenschaftlichen Standards gerecht werden, das ist Aufgabe des IPCC. Dazu, wie die Wissenschaftlerinnen hier vorgehen, kommen wir gleich noch. Die Ergebnisse dieser Auswertung publiziert der IPCC dann zusammengefasst in sogenannten Sachstandsberichten. Der letzte Sachstandsbericht erschien 2013/2014. Der nächste wird voraussichtlich in den Jahren 2021 und 2022 erscheinen. Neben diesen großen Berichten entstehen aber auch immer wieder Sonderberichte zu einzelnen spezifischen Themen. Zuletzt 2019 zum Beispiel ein Bericht über die Ozeane und die Kryosphäre. Aus diesen IPCC-Berichten, die wie gesagt auf Basis all dieser Studien erstellt werden, sollen Regierungen dann eigene Strategien ableiten, um gegen den Klimawandel vorzugehen. Die Ergebnisse sind zudem auch die Grundlagen für weltweite globale Klimaschutzmaßnahmen. Die werden auf der Klimakonferenz der Vereinten Nationen international diskutiert und beschlossen. Ein weiterer Arbeitsbereich des IPCC ist es, zu überprüfen, welche Bereiche der Klimaforschung ausreichend erforscht oder womöglich noch weiter untersucht werden müssen. Kernstück der Arbeit des Weltklimarates sind die eben schon erwähnten Sachstandsberichte, die in der Regel mehrere tausend Seiten lang sind und alle 6 bis 7 Jahre erscheinen. Hunderte WissenschaftlerInnen sind an den Berichten beteiligt. Beim vergangenen Sachstandsbericht 2013/2014 waren es mehr als 800. WissenschaftlerInnen, die an einem IPCC-Bericht arbeiten, sind auf 3 verschiedene Arbeitsgruppen aufgeteilt. Die erste beschäftigt sich mit den naturwissenschaftlichen Grundlagen des Klimawandels. Die zweite mit den möglichen Auswirkungen des Klimawandels auf unsere Gesellschaft und Ökosysteme. Und die dritte Arbeitsgruppe erarbeitet Maßnahmen, um den Klimawandel zu bekämpfen. Zusätzlich gibt es auch Sonderberichte zu ganz bestimmten Klimathemen wie Flugverkehr oder Forstwirtschaft. Das alles also legt der IPCC in regelmäßigen Abständen vor. Aber wie entsteht eigentlich so ein Bericht? Wir haben darüber mit Dr. Friederike Otto gesprochen. Sie leitet das Environmental Change Institute der Universität Oxford. Und, wichtig für unser Thema, sie ist eine der führenden Autorinnen für den nächsten Sachstandsbericht des IPCC. Sie hat uns erklärt, wie die Arbeit an so einem Bericht aussieht. Also die Hauptarbeit, die im IPCC gemacht wird in diesem Bericht, ist eben, dass die Autoren alle Studien, die
im Prinzip seit der Veröffentlichung des letzten Berichts erschienen sind, lesen und daraufhin beurteilen, was sind neue Erkenntnisse, wo hat sich unser Verständnis weiterentwickelt, wo gibt es nach wie vor keinen Konsens. Also es ist ganz, ganz viel lesen und dann zusammenfassen. Bis zum fertigen Bericht ist es dann ein mehrstufiger Prozess. Ein erster Entwurf der AutorInnen wird zunächst von Beobachtern gelesen und kommentiert. Dann muss der Entwurf nochmal überarbeitet werden. In der zweiten Bewertungsrunde entsteht zusätzlich eine Zusammenfassung für Regierungen, die Summary for Policymakers, die auch nochmal überprüft wird. Erst danach wird ein abschließender, finaler Entwurf geschrieben. Am Ende müssen dann auch noch alle Mitgliedstaaten des IPCC dieser Summary for Policymakers zustimmen. Dazu aber gleich auch noch mehr. Klingt wahnsinnig aufwendig und ist es auch. Aber Friederike Otto meint, dass gerade dadurch der Weltklimarat ein Alleinstellungsmerkmal für die Klimaforschung darstellt. Was der IPCC macht, und das ist eigentlich auch einzigartig in der Wissenschaft, er ist sozusagen Peer Review im Quadrat. Also sämtliche Veröffentlichungen, die es zu einem Thema gibt, werden eben nochmal gelesen und nochmal von Experten gründlich begutachtet. Die Aussagen, die man treffen kann, als also eine ganze Disziplin, die werden in diesem Bericht zusammengefasst und synthetisiert. Und dadurch gibt es eben was es in allen anderen wissenschaftlichen Disziplinen eben nicht gibt, dass man ganz regelmäßig sich eine Übersicht dessen verschafft, wo die Forschung eigentlich ist und was wir wissen und was wir nicht wissen und was wir ausprobiert haben, was funktioniert, was nicht funktioniert. Und so viel Brainpower in eben ein Report, das gibt es sonst nicht. Das ist einzigartig. Eine bessere Grundlage, um irgendwelche Entscheidungen zu treffen, gibt's nicht. Ein kurzer Exkurs zu dem, was Friederike Otto als Peer Review im Quadrat bezeichnet. Peer Review bedeutet, dass eine wissenschaftliche Studie durch unabhängige Gutachter mit dem gleichen Fachgebiet geprüft wird. Das ist sehr wichtig, um die Qualität der wissenschaftlichen Arbeit hinter einer Studie sicherzustellen. Der IPCC nimmt nun Studien und Gutachten, die schon vorher das Peer Review-Verfahren durchlaufen haben, und lässt diese nochmals peer reviewen, also durch andere Wissenschaftler prüfen. Dadurch sind die Studien, die in den IPCC-Bericht einfließen, mit sehr großem Aufwand auf ihre wissenschaftliche Qualität hin geprüft. Das hört sich natürlich wirklich gut und wichtig an. Doch obwohl der IPCC sich und seine Berichte gerne als verständlich und offen bezeichnet, regt sich in der Öffentlichkeit auch immer wieder Kritik. Ein wichtiges Stichwort dabei: politische Agenda. Die wird dem Weltklimarat häufig vorgeworfen. Zum Beispiel hier oder hier. Und ich habe ja am Anfang auch schon etwas über die Zusammensetzung des IPCC erzählt. Dass dort nämlich nicht nur WissenschaftlerInnen zusammenarbeiten, sondern dass auch Regierungen der einzelnen Mitgliedstaaten zum Weltklimarat dazugehören. Also ist doch eine Vernetzung mit der Politik quasi automatisch gegeben, oder? Naja, jein. Zunächst mal sind diejenigen, die aktiv an den Berichten schreiben, WissenschaftlerInnen, die also wirklich nur forschen und nicht noch nebenbei politische Ämter innehaben oder sowas in der Art. Die Arbeit am IPCC ist übrigens auch eine unbezahlte Tätigkeit. Sämtliche Arbeit an den Berichten erfolgt ehrenamtlich. Damit soll sichergestellt werden, dass es keine politische Einflussnahme durch Bezahlung der WissenschaftlerInnen für ihre IPCC-Arbeit gibt. Es gibt allerdings ein Aber. Wie ich eben schon sagte, am Ende der Arbeit steht die Summary for Policymakers. Ein Bericht, dem auch die einzelnen Regierungsvertreter zustimmen müssen. Und hier an dieser Stelle kam es in der Vergangenheit tatsächlich zu vereinzelten Konflikten. Es gab Fälle, in denen Regierungen einzelne Formulierungen geändert haben wollten, um die Aussagen über den Klimawandel abzuschwächen oder zu verwässern. Es gibt Berichte darüber, dass über jeden Satz der Summary verhandelt wurde. Einen Erfahrungsbericht darüber haben wir euch unten mal verlinkt. Die Veränderungen, die dadurch manchmal entstehen, sind minimal, aber vorhanden. Wer dem IPCC allerdings vorwirft, aufgrund politischer Motivation zu dramatisieren, liegt falsch. Wenn es zu Veränderungen kommt, dann werden Aussagen über die Klimakrise eher etwas abgeschwächt oder verwässert. Dieser Aushandlungsprozess gilt aber, und das ist wichtig, nur für die Zusammenfassungen für politische Entscheidungsträger. Die vollständigen IPCC-Berichte liegen ausschließlich in der Verantwortung der WissenschaftlerInnen. Man sieht also, die Kritik hat definitiv einen wahren Kern, bedeutet aber nicht, dass dadurch die Berichte des IPCC als Ganzes nicht vertrauenswürdig wären. Der Weltklimarat ist ein von den Regierungen unabhängiges wissenschaftliches Gremium, in dem hunderte WissenschaftlerInnen und Wissenschaftler aus der ganzen Welt mitwirken.
Sie erarbeiten und bewerten anhand der aktuellen und anerkannten wissenschaftlichen Veröffentlichungen den jeweils neuesten Kenntnisstand zu Klimaänderungen und fassen ihn regelmäßig zusammen. Und das unter höchsten Qualitätsstandards und mit so viel Aufwand, wie es das in keinem anderen Forschungsgebiet gibt. Nicht umsonst hat der IPCC 2007 zusammen mit Al Gore den Friedensnobelpreis gewonnen. Was dann aber nach der Veröffentlichung mit den Berichten passiert, also wie die Regierungen mit den Informationen umgehen, das steht auf einem anderen Blatt. Die Berichte sprechen maximal Empfehlungen aus, an die sich die Regierungen aber nicht halten müssen. Wie stark die Ergebnisse der Berichte also in die internationale Klimapolitik einfließen, darauf haben die WissenschaftlerInnen keinen Einfluss. Was meint ihr denn? Ist es gut, so etwas wie den IPCC zu haben? Und bräuchte es sowas vielleicht auch noch für ganz andere Forschungszweige? Lasst uns doch unten in den Kommentaren mal drüber diskutieren. Hier neben mir findet ihr außerdem noch zwei weitere Videos. Schaut da doch gerne mal vorbei. Ansonsten danke euch fürs Zuschauen und bis nächste Woche.